Eurocup wird Ihnen präsentiert von Liquimoli, Ihr Spezialist für Motorenöle, Additive und Autopflege. Und Husqvarna, dem Experten für Motorgeräte für Forst und Garten. Thorsten Leibenhardt und Ratio Farm Ulm hätten mit einem Auswärtserfolg bei Roter Stern Belgrad mit mindestens 5 Punkten Unterschied den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale des Eurocups schaffen können. Ratio Farm Ulm in Schwarz mit einem beeindruckenden Beginn ließen sich von der hitzigen Atmosphäre hier in der Pionierhalle in Belgrad überhaupt nicht anstecken. Topscorer auf Seiten des deutschen Vizemeisters Ray Allen in der Endabrechnung mit 26 Zählern. Frühe Führung für die Gäste. Problemzone bei den Ulmern waren die langen Leute. Daniel Theiss musste vorzeitig mit 5 Fouls gehen, kam nur auf 2 Punkte. John Bryan spielte 14 Minuten, kam auch nur auf 2 Punkte. Spielmacher Per Günther kam insgesamt auf 9 Zähler und steuerte noch 6 Assists bei. Im Hinspiel in Ulm hatte es eine 95-100 Niederlage für den deutschen Vizemeister gegeben. Die Schlussphase des zweiten Viertels. Ray Allen legte nochmals 2 Zähler drauf. Zur Pause führten die Gäste mit 46-38. Kompensieren mussten die Ulmer den verletzungsbedingten Ausfall von Dane Watts, der mittlerweile erfolgreich an der Bandscheibe operiert wurde. Keaton Nankyville mit einem erfolgreichen Dreier, zweistellige Führung für Ulm. Dann der Auftritt von Lance Jeter, dem Stellvertreter von Per Günther. Er traf in der entscheidenden Phase viele gute Entscheidungen, setzte seine Athletik ein und machte diese leichten Punkte am Korb. Ebenso nervenstark Lance Jeter. Wenn er mal nicht zum Korb ging, dann kam der Treffer aus der Distanz. Der erfolgreiche Dreier von Jeter, insgesamt 15 Punkte für den US-Amerikaner. Letztendlich war es ein hochverdienter und souveräner 92-78 Sieg für Ratio Farm Ulm in Belgrad. Damit nahm man erfolgreich Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Aber noch wichtiger, man hat den direkten Vergleich gegen Belgrad als auch gegen Galatasaray Istanbul. Heißt, Ulm wird mindestens Zweiter und steht damit vorzeitig im Viertelfinale des Eurocups.